Ja, hallo Gustig, als Softwareentwickler musst du unbedingt das Margin Game verstanden haben. Also als Unternehmer, als IT-Unternehmer, sobald du mehrere Mitarbeiter bei dir in der Firma hast, musst du unbedingt das Margin Game verstanden haben. Was meine ich mit Margin Game? Margin Game, Margin, logischerweise, ja, ist gleich Gewinnspanne. Ja, das ist die Definition, die ich damals vor 30 Jahren als Industriekaufmann schon gelernt habe. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Kenngröße. Warum? Folgendes Beispiel aus der Praxis, wie immer. Hier, falls du zum Beispiel jetzt mein Video über Sales Qualified Lead und den Unterschied zu Marketing Qualified Lead nicht gesehen hast, hier oben oder hier unten den Link werde ich reinpacken, beziehungsweise einfach mal meinen YouTube-Kanal durchschauen. Und abonnieren gleichzeitig und den Daumen hoch geben und die Glocke kontaktieren, sodass du weitere wirklich gute Videos von mir nicht verpasst. Also, das Margin Game, was meine ich damit? Konkretes Beispiel aus der Praxis. Ein Softwareentwickler, GF. Ja, nennen Sie mal, das ist hier ein SE-Softwareentwickler und der macht jetzt aktuell, sagen wir mal, 50.000 Umsatz. Netto vor Steuern. Naja, Umsatz ist immer vor Steuern und wir machen netto, weil Mehrwertsteuer brauchen wir jetzt nicht berücksichtigen in dem Beispiel. Also, wir haben jetzt hier 50.000. Ja. Jetzt magst du sagen, okay, ein Softwareentwickler, 50.000, das ist schon gut. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal definieren, okay, wie groß ist denn seine Mannschaft? In dem Fall waren es 4 Entwickler. Okay, jetzt magst du sagen, okay, jo, oder meine Frage an dich einfach. Sagst du jetzt, okay, 50.000 Umsatz im Monat und 4 Entwickler und ich Geschäftsführergehalt, ist es eine gute Sache? Bin ich auf dem richtigen Weg oder eher nicht? Und die Antwort auf diese Frage könnte nicht einfacher sein. It depends, würde der Engländer sagen. Ja, ça dépend, würde der Franzose sagen. Und also es hängt natürlich davon ab, wie hoch, ja was, genau deine Marge ist pro Entwickler. Ja, that's it. Und das ist auch der Grund, warum so viele mich in den letzten Jahren auch angefragt haben, die letztendlich ihren Vertrieb, ihr Marketing sehr gerne in Deutschland aufbauen möchten, eine neue Firma gegründet haben, aber letztendlich die Entwickler möglichst Nearshore, Offshore irgendwie die Entwicklerteams aufbauen. Also das geht schon eine ganze Weile so und das ist genau dieser Grund. Das ist genau der Grund des Margin Games. Genau aus diesem einen Grund, also aus keinem anderen Grund, gibt es hier so viele unzählige von Softwareentwicklern, einige davon Agenturen und Dienstleister, einige davon, die schon meine Kunden waren, auch hier in München zum Beispiel, tolle Adresse haben, ja, wirklich Top-Lage, Schwabing oder was weiß ich, Karlsplatz und so weiter. Ja, einige Kunden letztendlich auch ein tolles, luxuriöses Büro und so weiter. Ja, 300 Quadratmeter, was weiß ich, noch größer. Und da sitzen aber letztendlich dann irgendwie 5 oder 6 Leute drin oder 10. Ja. Und die komplette Company ist halt 150, 200 Entwickler groß. Und die sitzen alle in Rumänien, in Tschechien, in Bulgarien oder noch weiter weg. Ja? Und das ist genau der Punkt. Jetzt mal im Kleinen zurück. Jetzt in diesem Beispiel. In dem Beispiel war das nicht ganz so lustig, weil die Entwickler, die 4 Entwickler, die saßen alle im Dachbereich. Ja? Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, teilweise sind die Schweizer und die Österreicher noch teurer, die Entwickler, ja? Aufgrund von 14. Monatsgeldern und was weiß ich alles und so weiter. Und letztendlich auch in der Schweiz, da sind die Gehälter gerade also noch mal teurer. Das heißt, wenn du jetzt halt jemanden in der Schweiz sitzen hast, dann ist es noch mal krasser. Also dann wäre es halt gut, wenn du auch in der Schweiz Kunden hast, dann gleicht sich das wieder aus. Ja? Also in dem Fall hatten wir hier einen Kostenblock. Dann muss man uns halt fragen, okay, wie machen wir die Gewinnspanne? Also wir machen Umsatz minus Kosten, ja, ist gleich die Gewinnspanne, also die Margin. Ja? Dann haben wir hier gesagt, okay, Kostenblock je Entwickler E ist gleich ungefähr, ja, ist gleich ungefähr, ja, 8.000 bis 10.000 Euro. Ja.
Nee, Quatsch, waren, na, sorry, es waren 7 zwischen 7 mal 12, 70, nee, es waren zwischen 6 und 8.000 Euro. Ja, mit den ganzen Sozialversicherungsbeiträgen und so weiter. Da sind wir jetzt 7.000 Euro, das heißt, wir haben 4 mal 7 sind 28, das heißt, jetzt machen wir ganz grob die 30.000, ja. Und dann haben wir noch Geschäftsführergehalt von 10.000, ja, und dann sind wir ungefähr, also waren 8.000 Geschäftsführergehalt mit Sozialversicherungsbeiträgen und so weiter, dann waren wir ungefähr bei 38, ja, und 38 minus, 5, also 50 minus 38, das Delta hier, also wir waren letztendlich bei einem Gewinn vor Steuer, ja, Gewinn vor Steuer, GVS, von 12.000. Also jetzt sind plötzlich die 50.000 ganz, ganz schnell auf gerade noch einer fünfstelligen Summe, also sagen wir knapp fünfstelligen Summe geschrumpft. Ja? Jetzt sind wir nämlich bei 12.000. Jetzt kannst du sagen, ja gut, ich bin Geschäftsführer, ja, habe ein gutes Gehalt, habe gute Leute in Deutschland, in Österreich und so weiter, passt alles und mir bleiben auch noch 12.000 übrig. Ja? Ist ja genial. Ja? Und jetzt müssen wir halt einfach mal schauen, okay, was sind jetzt 12.000? Ich mache jetzt mal 10 draus, damit wir es einfacher kalkulieren können. Ja? Weil so genau sind die Zahlen hier jetzt auch nicht. Das ist einfach nur ein Fallbeispiel. Die genauen Zahlen würde ich auch niemals veröffentlichen und so weiter. Das ist einfach nur ein Fallbeispiel, okay, eines, sagen wir mal, anonymisierten Use Cases, das so in der Praxis häufiger passiert. Ja? Und das aber so genau natürlich nicht passiert, aber so in der Art und Weise. Und da das jetzt nicht nur einmal passiert ist bei Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe in den letzten 2 Jahren, ja, eben hier dieses Fallbeispiel, um daraus zu lernen, um dir auch einen Mehrwert zu bieten. Also du hast jetzt hier, sagen wir jetzt mehr oder weniger wir machen jetzt mal hier 10.000 draus, ja. 10.000 sind übrig von 50.000, also 10 von 50 sind exakt 20%. Also du hast hier theoretisch eine Marge vor Steuer von 20%. Jetzt magst du sagen, okay, ja, viele Unternehmen, die haben nur 8%, 10% oder irgendwie sowas, 20% sind cool. Ja, nicht so ganz, weil du bist hier in einer Größe, wo du sehr viel Klumpenrisiko hast. Das heißt, mal angenommen, du musst jetzt halt nochmal eines betrachten, okay, wie setzt sich denn dein Umsatz zusammen? Ja, in dem Fall setzt sich, jetzt mal, ich mache das auch mal wieder komplett vereinfacht, der Umsatz aus nur 3 Kunden zusammen. Ja, 3 Kunden, jeweils 15.000, 16.000 Euro. Okay? Ungefähr. Es ist, wie gesagt, es ist ein realistisches Beispiel. Glaub mir, es ist realistisch, aber es ist letztendlich natürlich nicht exakt die Daten. Aber es ist realistisch. Jetzt habe ich hier das Ganze, wie setze ich jetzt mein Portfolio zusammen? Mein Umsatz, mein netter Umsatz vor Steuern von 50.000 setzt sich aus 3 Kunden, jeweils mit 16.000, 17.000. Dann ergeben sich das ungefähr auf 50.000 im Monat, ne? Also ein paar Tausend hin oder her, ist jetzt egal. Und jetzt ist Folgendes passiert. Einer von diesen 3 Kunden hat pausiert, on hold. Ein weiterer dieser Kunden, ja, hat einen Austausch vollzogen, ja, des Entwicklers und so weiter, also hat einen Austausch, näheres Details möchte ich jetzt hier nicht sagen. Hier gab es einen Austausch, ja, das heißt, es gab Zeitverzögerungen, es wurde also auch letztendlich, gab es letztendlich hier 2 Ausfälle, ja, von Zeitverzögert, das heißt, man hat jetzt plötzlich anstelle von nur noch von 50.000, weil bei 2 Kunden war was war, ja, gleichzeitig, das ist natürlich sehr schlecht, also manchmal reicht ja schon, wenn bei einem Kunden was ist. Also mal angenommen, ein Szenario ist jetzt bei beiden Kunden, bei einem Fall war das so, dann habe ich hier minus 32, dann bin ich hier quasi 50 minus 32, ja, dann bin ich hier bei 18.000. Ja. Ich kann also nicht mal mehr meine Leute bezahlen. Ja. Mal angenommen, was Gott sei Dank nicht so häufig passiert, aber was häufiger logischerweise, wahrscheinlichkeitsrechnungsbedingt, statistisch bedingt, dass bei einem Kunden irgendwas ist. Also sagen wir mal, nur bei einem Kunden fällt die Zahlung für 1 oder 2 Monate aus, weil was pausiert wird, was weiß ich. Ja? Wir sagen nicht mal, der fällt komplett weg, der Kunde. Es ist einfach nur, dass es einfach mal ein paar Monate ausfällt, die Zahlung.
dann sind wir hier, sagen wir mal, nicht auf 18K geschrumpft, ja, sondern ungefähr auf 32. Ja. Jetzt bin ich jetzt hier in der Rechnung, jetzt ziehe ich das hier mit 32 rein, ne, jetzt sage ich, okay, was bleibt mir jetzt noch übrig? Ja. Das heißt, ich habe jetzt 18 weniger. Ich hatte ursprünglich 10 bis 12 übrig. Jetzt bin ich schon bei minus 6. Ja. Bei dem Beispiel, wo es bei zwei Kunden ein bisschen geknirscht hat, ja, oder einfach Verzögerungen gab, es war gar nicht so was Wildes. Ja, es muss auch gar nichts Wildes sein. Es muss einfach nur mal ein bisschen, ein paar Monate nichts reinkommen. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Es müssen gar nicht schlimme Gründe sein. Dann sind wir hier nochmal 12 drauf. Dann sind wir schon bei minus 20. Jetzt plötzlich habe ich von einem guten Geschäftsführergehalt und mir bleiben 10-12K übrig im Monat. Ja, eine kleine Softwarebude, die noch sehr, sehr anfällig ist in der Größenordnung. Ja, und das warum? Weil ich einfach so teure Entwickler auch habe, weil ich gute Entwickler habe, aber auch und weil ich eben relativ wenige Kunden habe. Ja, jetzt bin ich zwischen minus 6 und minus 20.000 negativer Cashflow. Das heißt, ich zahle jetzt halt hier, okay, das ist relativ selten, dass bei zwei was passiert, aber sagen wir mal, das hier kann schon mal passieren. Ja? Und dann bin ich schon bei minus 6.000, 7.000 Euro im Monat plötzlich. Ja? Also minus, das heißt, also ich arbeite, ich mache, ich tue, ich habe immer noch Entwickler, die ich managen muss und so weiter und so weiter, aber ich verliere 6.000 bis 7.000 Euro. Okay? Und da haben wir letztendlich, jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt diese ganze Kalkulation. Da haben wir ja den Punkt Vertrieb und Marketing noch gar nicht mit einbezogen. Denn hier hatte ich ja immer 12.000 Euro übrig. Da kann ich sagen, okay, ich nehme von den 12.000 Euro, nehme ich die Hälfte und reinvestiere, ne, damit ich eben wachsen kann. Ja. Das würde ich auch jedem empfehlen, wenn eben 12.000 übrig bleiben bei der Größenordnung, dass er mindestens 6.000, 7.000, 8.000 Euro wieder reinvestiert. Meinetwegen auch alles. Ja. Also du musst es ja nicht immer in nur einen Kanal schieben, sondern kannst auch mehrere Kanäle machen. Wir betreuen unsere Kunden in der IT-Branche ja auch deswegen genau auch bei allen Kanälen, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt 12.000 übrig und es läuft länger so gut, ich möchte jetzt da 10.000 investieren und sagen wir mal, ich möchte jetzt 2.000, 3.000 in Telefonakquise, 2.000, 3.000 in LinkedIn-Marketing, 2.000, 3.000 in Google-Ads, 2.000, 3.000 in irgendwas anderem, ja, dann, und ich suche mir jetzt jedes Mal wieder eine neue Agentur, eine Spezialistenagentur, die wieder sich untereinander nicht kennen und gar nichts und so weiter, dann wird es hochkomplex. Für so eine klitzekleine, du bist noch eine sehr, sehr kleine Firma. Ja? Und dann hast du quasi, also du selber hast gerade mal 4, 5 Mitarbeiter und dann hast du plötzlich irgendwie 2, 3, 4 verschiedene Agenturen, die unterschiedliche Dinge machen, die akkumuliert jeweils dann wieder 2, 3 Mitarbeiter haben, die wieder jemand managen muss, wo koordiniert werden muss und so weiter, wo Liaison-Kommunikation stattfinden muss, ist No-Go. Funktioniert nicht, das kann ich dir garantieren. Wenn du so in der Größenordnung bist, such dir einen Anbieter, such dir einen, sowas wie Klein Marketing Consulting, ja, und da hast du einen Ansprechpartner, mich oder einen Mitarbeiter von mir und der managt für dich die Kommunikation aller Kampagnen, aller Kanäle, ob es jetzt hat, Google, LinkedIn, Facebook, Snapchat oder was weiß ich, ja, oder E-Mail-Marketing oder Telefonakquise oder sonst irgendwas, ja, oder Messe-Events oder was weiß ich. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Okay, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick bringen. Jetzt sind wir schon wieder über 13 Minuten. Ich wollte eigentlich hier ein Minutenvideo draus machen, aber es ist wirklich, an solchen Punkten kann ich dir nochmal wirklich abschließend sagen, sind schon einige verzagt und gescheitert. Ja, also wenn du da keine Nerven aus Stahl hast, dann geben viele auch den Punkt wieder auf, schrauben wieder zurück und werden wieder zum Freelancer oder suchen sich irgendwo einen Angestelltenjob, weil naja, es werden ja genügend Softwareentwickler draußen gebraucht. Gut, dann bist du halt wieder irgendwie so im unsichtbaren Käfig. Ja. Also hast dann deine Freiheit, gibst du wieder ab, aber selbst als Freelancer teilweise, wenn du dann über Personalvermittler und so weiter dir irgendwas geben lässt, unterschreibst du irgendwelche Verträge, wo du quasi keine Freiheiten mehr hast. Ja, also kannst nicht mehr machen, was du willst. Ja, kannst du dein Kind, deine Tochter, deinen Sohn irgendwie nicht mehr einfach mitten am Tag irgendwie vom Kindergarten abholen oder irgendwie sowas. Das geht dann in der Regel nicht mehr. Das heißt, das wollen wir natürlich vermeiden, dass du deine Freiheit wieder abgibst, wenn du schon mal so weit warst, dass du 4, 5 Mitarbeiter hast. Wenn du jetzt
dich hier wiedererkannt hast, du bist jetzt ein Softwareentwickler, ja, hast eine Softwarebude oder IT-Dienstleister in welcher Weise und auch immer, hast auch eben 4, 5, 6, 7, 8, 10 Mitarbeiter und letztendlich kann man das gleiche ja auch, das gleiche Rechenbeispiel durchrechnen mit 8 oder 10 Mitarbeitern und machst 100k im Monat, bist also quasi schon 6-stellig im Monat und hast halt letztendlich 5 oder 6 Kunden. Ja, auch da hast du immer noch ein gewisses Klumpenrisiko. Ja, also in dem Fallbeispiel, das ist halt extrem, weil du genau an dieser Schwelle bist zum richtigen Unternehmer, bist also quasi wirklich so auf diesem Drahtseil, ja, links geht eine Schlucht runter, IT-Freelancer oder Angestellter, und rechts ist der Hügel, ja, den du hochklettern musst, um richtig Unternehmer, IT-Unternehmer zu werden, ja, mit vielleicht mal 10, 20 Mitarbeitern, wo du dann auch quasi gewisse Risiken abfedern kannst und so weiter, Puffer bilden kannst und so weiter. Und du bist halt in der Größe als Softwareentwickler bist du halt auf diesem Drahtseil, wo du diesen Drahtseil-Eiertanz da noch führen musst. Und da musst du halt schauen, dass du möglichst über den Berg kommst halt irgendwie. Und das ist nicht ganz so einfach, aber wenn du da Hilfe brauchst, such dir einfach Hilfe bei uns, melde dich hier unten, klick einfach den Besuchslink, den Strategielink, ja, dann hast du bei uns eine halbe Stunde gratis. Einer von meinen Leuten oder ich persönlich vielleicht sogar werde ich dann dort empfangen und dir eben ein paar Tipps geben können und dann finden wir vielleicht auch einen Weg, um da langfristig miteinander zusammenarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir das Video nochmal weitergeholfen hat. Bitte tu mir einen Gefallen, weil ich investiere hier, ich heute 10.09.2023, ich glaube 10.09. ist Sonntag, ja, ich könnte jetzt auch zum Ammersee fahren oder zum Starnberger See, ja. Stattdessen mache ich hier diese Videos und teile diese wertvollen Use Cases, die ich aus meinem Erfahrungsschatz und meiner Tätigkeit in den letzten Jahren sammeln durfte, um dir weiterzuhelfen als Softwareentwickler, ja, als aufstrebender Startup Unternehmer und so weiter. Und ich opfere meine Zeit, die sehr, sehr wertvoll ist. Ja. Meine Lebenszeit ist sehr begrenzt. Also ich gehe auch schon langsam mal auf die 40 zu. Ja. Das heißt also, ich werde auch nicht jünger und nutze aber diese Zeit, um hier Leute voranzubringen wie dich. Also, tu mir wenigstens einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal nochmal. Und Glöckchen anklicken. Ja, so funktioniert nun mal YouTube. Wenn du das Video irgendwo anders siehst, schau einfach bei mir vorbei auf der Strategie-Session. Irgendwo hier ist der Link. Ansonsten thomasklein.consulting oder klein-marketing.com. Such dir den Termin. Hol den Termin. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Bye-bye.